الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, walhamdulillahi rabbil alamin, haben wir mit der Gunst Allahs azza wa jal schon etliche Tage in diesem großartigen Monat Ramadan hinter uns gebracht. Und bei Allah, es gibt Diener Allahs, sie ergreifen jede Möglichkeit, die Allah Azza wa Jal ihnen gibt. Wenn Allah ihnen die Möglichkeit gibt, eine gute Tat zu machen, so sind sie die Ersten, die dorthin eilen. Die Ersten, die diese Tat verrichten. Warum? Weil sie wissen, dass es einen Tag gibt, an dem Allah Azza wa Jal alle seine Diener vor sich stellen wird und sie befragen wird, was sie in dieser Dunya gemacht haben. Und diese Diener, die immer jede Möglichkeit ergreifen, gute Taten zu verrichten, sie sind es, die wahrlich sich für diese Abrechnung vorbereitet haben. Allahu Akbar. Welch großartiger Erfolg wird sie an diesem Tag heimsuchen, wenn sie vor Allah Azza wa Jal stehen und er ihnen die Erlaubnis gibt, in das ewige Paradies hereinzugehen. Und leider gibt es auch Diener, möge Allah Azza wa Jal uns und sie recht leiten. Sie eilen nicht zu der Akhirah. Sie eilen nicht zu den guten Taten, damit sie im Jenseits erfolgreich sind, sondern vielmehr eilen sie, um die Dunya zu bekommen, die Allah Azza wa Jal bereits für sie festgeschrieben hat. Allah hat diese Dunya für sie bereits bestimmt. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in einer Überlieferung: وَمَا يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und nichts bekommt der Diener von der Dunya, außer was Allah für ihn geschrieben hat. Subhanallah, er rennt hinter der Dunya her, die Allah Azza wa Jal schon für ihn geschrieben hat, wo er schon sein Risk bestimmt bekommen hat. Allah hat bestimmt, wie viel Geld er bekommen wird, welche Frau er heiraten wird, wie viele Kinder er bekommen wird, ob er ein Haus hat oder nicht. Allah hat diese Arsaq alle festgeschrieben. Und dieser rennt hinter etwas her, was schon Allah Azza wa Jal bereits niedergeschrieben hat. Und er vernachlässigt die Akhira, die sein wahres Zuhause morgen sein wird. Welch ein Verlust in der Dunya und in der Akhira. Denn Allah Azza wa Jal erniedrigt Leute, die diese Dunya über alles lieben. Und er erhöht die Stellung derjenigen, die nur ihr Fokus auf das Jenseits legen. Hast du nicht einmal den Koran durchgelesen, o Diener Allahs? Wie viele Ayat sind über die Dunya? Wie viele? Ist das die Mehrheit an Versen im Koran? Und wie viele Ayat sind über das Jenseits? Allah möchte für uns das Jenseits, nicht die Dunya. Diese Dunya bekommen sogar Kuffar, Heuchler. Sie haben Häuser, sie haben Schlösser, sie haben Geld, sie haben alles, damit sie sich ein annehmliches Leben in dieser Dunya verschaffen können. Sie haben alles außer die Zufriedenheit Allahs. Allah ist zornig auf diese. Wallahi, wenn du die gesamte Dunya besitzt und was in ihr ist, aber Allah ist zornig auf dich, wie willst du dieses Leben genießen? Allahumma la taj'alna min al-khasirin. Wie willst du dieses Leben genießen, o Diener Allahs? Aber der Mu'min, der Gläubige, er macht eine gute Tat nach der anderen und er hofft, und wahrlich mit Berechtigung, er hofft darauf, dass Allah Azza wa Jal ihm dafür den Lohn gibt und ihm die Sünden vergeben wird. Dieses, weil er ein bescheidener Diener ist, weil er seine Stellung gegenüber Allah, dem Allmächtigen, kennt. Aber der Kafir, der Munafiq, der Kafir, der Heuchler, er kennt seine Stellung nicht. Er weiß nicht, wer Allah Azza wa Jal ist. Und demzufolge wird er auch fällen. O Diener Allahs, es sind bereits über 20 Tage, die wir in diesem großartigen Monat Ramadan verbracht haben. Und du und ich müssen uns die Frage stellen, was haben wir bislang an guten Taten erreicht?
Was haben wir an Taten erreicht, damit Allah Azza wa Jal uns in diesem Monat vergibt? Und wenn Allah uns im Ramadan nicht vergibt, welcher Monat sollte da besser sein als Ramadan, wo Allah uns vergibt? Wieso hast du diese Chance nicht ergriffen? Wieso beschäftigst du dich nicht intensiv mit dem Koran in diesem Monat Ramadan? Hat Allah Azza wa Jal dir der Allmächtige nicht gesagt, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن? Der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. Was meinst du, was den Monat Ramadan so besonders macht? Es ist nur der Koran. Allah hat dieses edle Buch in diesem heiligen Monat Ramadan herabgesandt. Warum? Weil dieser Monat edel ist und weil der Koran das edelste Buch ist, was du jemals auf der Welt finden kannst. Aber wie traurig, dass so viele Leute sich mit allem beschäftigen und subhanallah, sie vernachlässigen dieses gewaltige Buch. Sie wissen nicht, was da drin steht. Sie haben keine Ahnung, was in ihrem Buch steht. Und noch mehr, wal'iyadu billah, lassen sie sich einflüstern von diesen Shayatin, von den Kuffar, die ihnen diese Religion schlecht machen wollen. Aber bei Allah, nur jemand, der Izzah von Allah bekommen hat, der Ehre und Stolz von Allah bekommen hat, er ist stolz auf dieses Buch, den Koran. Und nur jemand, den Allah Azza wa Jal nichts Gutes geschrieben hat, dieser, wal'iyadu billah, mag den Koran nicht und er würde am liebsten bestimmte Sachen darin ändern, nur um seinen Gelüsten zu folgen. Möge Allah Azza wa Jal diese Leute recht leiten. Liebe Geschwister, wir haben ein paar wenige Minuten, in denen wir insha'Allah ta'ala über Laylatul Qadr heute bi'idhnillah as-Sami'il Alim sprechen werden. Eine Nacht, aber nicht nur irgendeine Nacht, eine besondere Nacht, eine Nacht, die Allah Azza wa Jal uns zur Verfügung gestellt hat. Und ich spreche dich an und ich zeige mit dem Finger auf dich, o Diener Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Derjenige, der den Monat Ramadan fastet, indem er daran glaubt, er weiß, dass Allah azza wa jalla ihm dieses verpflichtet hat und er erhofft sich den Lohn dafür, dass er fastet, so werden ihm alle vergangenen Sünden gelöscht. Aber es gibt viele, die dieses nicht erreicht haben. Und Allah Azza wa Jal, er ist großzügig, subhanahu wa ta'ala. Hat er es bei dieser einzigen Chance belassen? Nein, liebe Geschwister, wir haben noch eine Chance. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Derjenige, der im Monat Ramadan nachts betet. Er betet in der Nacht, wie wir das Tarawih-Gebet, walhamdulillah, hier verrichten. So wird Allah Azza wa Jal ihm alle vergangenen Sünden vergeben. Eine Person hat jetzt nicht richtig gefastet. Und er hat auch das Tarawih-Gebet nicht mitgebetet. Hat er noch eine Chance? Er hat noch eine Chance, so sagte Rasulullah, Habibullah, sallallahu alaihi wa sallam, man qama laylat al-qadr, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Derjenige, der in Nacht von Al-Qadr, die Nacht der Bestimmung, derjenige, der diese Nacht belebt, in ihr die beste Form der Anbetung Allah gegenüber erweist, so werden ihm alle vergangenen Sünden vergeben. Und ich spreche heute insbesondere zu denjenigen, die bis jetzt das Fasten noch nicht gut verrichtet haben und auch, liebe Geschwister, das Tarawih-Gebet noch nicht intensiv mitgebetet haben. Ihr habt noch eine Chance, Laylatul Qadr. Höre, was Allah Azza wa Jal über diese gesegnete Nacht sagt. Allah Azza wa Jal hat uns den Koran herabgesandt. Wie er uns sagt, subhanahu wa ta'ala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Im Monat Ramadan ist der Koran herabgesandt worden. Jetzt wissen wir, der Koran ist im Monat Ramadan herabgesandt worden. Aber an welchem Tag? In welcher Nacht? So sagt Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Wir haben ihn, den Koran, in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Allahs Koran ist so verzüglich. Wir finden manchmal nicht alles hintereinander, was wir brauchen, aber wir finden es an verschiedenen Stellen. Beschäftige dich ab heute mit dem Koran, damit du weißt, wer dein Herr ist und damit du weißt, wie du ab jetzt zu leben hast. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran.
Wir haben ihn in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Jetzt wissen wir, diese Nacht ist voller Segen und wir kommen später dazu. Aber wir wissen immer noch nicht, welche Nacht ist das. So sagt Allah Azza wa Jal uns in Surat Al-Qadr. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylati al-qadr. Wir haben ihn, den Koran, und das ist Ijma' ala Mufassirun, alle Gelehrten, die den Koran erklärt haben, wir haben ihn, den Koran, in laylati al-qadr herabgesandt. Allahu Akbar. Das ist die gesegnete Nacht, laylati al-qadr. Allah hat uns den Koran in dieser Nacht herabgesandt. Subhanallah, aber wir wissen doch, der Koran ist in einer Zeitfolge von 23 Jahren offenbart worden. Aber Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, er hat den Koran in der Laylatul Qadr herabgesandt. Ist hier ein Widerspruch? Wehe, dass du als Muslim darüber nur im Entferntesten nachdenkst, dass Allah sich widersprochen hat. Das ist nur die List der Kuffar und die Meinung der Kuffar, dass Allah sich in seinem Buch widerspricht. Der Muslim ist aber voller Glauben und er weiß, dass Allah Azza wa Jal keine Fehler in diesem Koran gemacht hat. Er ist der König, er ist der Allweise, der Allwissende. Wer sollte wahrhaftigere Worte sprechen als Allah subhanahu wa ta'ala? So wurde dieser Koran wahrlich in Laylatul Qadr herabgesandt, aber zu Baytul Izzah, zu diesem gesegneten Haus in As-Sama' al-Dunya, im ersten Himmel. Und von dort aus ist er in einer Zeitfolge von 23 Jahren herabgesandt worden. Und so verstehen wir den Koran. Er hat keinen Widerspruch, o Diener Allahs, sondern vielmehr solltest du die Fehler bei dir selber suchen. Das ist die gesegnete Nacht, Laylatul Qadr. Und wie viele Leute vernachlässigen, diese Nacht zu erreichen. Und er wird sie auch nicht erreichen. Wisse, o Diener Allahs, dass wenn du nicht begehrst, diese Nacht zu erreichen, so wirst du sie nicht erreichen. Wer sagte das? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, fihi laylatun khayrun min alf shahr. Es gibt in dieser Nacht, im Monat Ramadan, eine Nacht, Laylatul Qadr, die besser ist als 1000 Monate. 1000 Monate, Allahu Akbar. Aber er sagte weiter, man hurima khayraha faqad hurim. Derjenige, dem diese Nacht verwehrt wird, so hat er wahrlich einen Verlust erlitten. Und es gibt viele Leute, sie strengen sich nicht richtig an, diese Nacht zu erreichen. Und daher werden sie auch diese Nacht nicht erreichen. Denn Allah hat dieses für diejenigen bestimmt, die sich abmühen auf diesem Weg, die in den letzten 10 Tagen noch einmal richtig Allahs Zufriedenheit erreichen wollen, die von morgens bis abends wirken mit guten Taten, diese Leute werden auch Laylatul Qadr erreichen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, dem diese Nacht verwehrt wird, so hat er tatsächlich Verlust erlitten. Subhanallah, strenge dich an, diese Nacht zu erreichen, denn höre, was Allah azza wa jal an Gewaltigkeit in dieser Nacht gelegt hat. Allah Azza wa Jal sagt, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Diese Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Und höre bitte, lausche der Ausdrucksweise von Allah Azza wa Jal, ist besser als 1000 Monate. Allah Azza wa Jal sagt nicht, Laylatul Qadri ka alf shahr, ist wie 1000 Monate, sondern er sagte, ist besser als 1000 Monate. O Diener Allahs, weißt du, dass in der arabischen Sprache das Wort Elf nicht Elf bedeutet? Elf war immer die höchste Zahl, die überhaupt genannt wurde in der Fusha, in der höchsten arabischen Sprache. Es gibt kein Wort, was größer ist als Elf. Deswegen, wenn die Araber damals 1 Million ausgedrückt haben, dann haben sie gesagt Elfen, Elfen. So ist das 1 Million bei ihnen gewesen. Aber Elf war die höchste Nummerierung bei ihm. Und du wirst keinen Hadith finden, der etwas anderes an Zahl, an Nummerierung hergibt, als diese 11, als diese 1000. Und Allah sagt uns, die Nacht von Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Wie viel? Nur Allah weiß dieses. Allahumma ballighna Laylatul Qadr. Nur Allah weiß diese Zahl. Nur Allah kennt dessen Ausmaß. Wie gewaltig diese Nacht ist, o Diener Allahs. Und höre, sie ist besser als 1000 Monate, umgerechnet 84 Anbetungsjahre gegenüber Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala schenkt dir mehr an Leben, was du tatsächlich nicht gelebt hast. Vielleicht wirst du mit 60 sterben.
aber du hast 10 Jahre Laylatul Qadr erreicht. Das ist 10 mal 84 Jahre, die schlägst du auf dein Alter drauf, also bist du viel älter geworden, als du tatsächlich warst. Allah hat dir diese Möglichkeit gegeben, dass du 84 Anbetungsjahre von ihm gut geschrieben bekommst, als hättest du 84 Jahre Allah mit guten Taten gedient, aber du hast es tatsächlich nicht gemacht. Deswegen erfahre diese großartige Belohnung von Allah Azza wa Jal, wenn du Laylatul Qadr erreichst. Was für eine große Gnade. Und verlieren werden diejenigen, die in den letzten 10 Tagen immer noch herumspielen, immer noch viel herumlachen, immer noch Unsinniges machen, weil sie nicht von Allah die Gnade bekommen haben, zu den guten Taten geleitet zu werden. Weißt du, was das bedeutet, o Diener Allahs? Wenn wir annehmen würden, dass diese Laylatul Qadr tatsächlich nur wie 1000 Monate ist, das bedeutet 84 Jahre. Die Nacht hat ungefähr 10 Stunden. 10 Stunden, nicht mehr. Das bedeutet, jede Stunde hat den Wert von 100 Monaten. Und du spielst herum. Und du lachst herum. Und du machst Unsinniges. Eine Stunde, die du vergeudest, ist wie 100 Monate, die du verpasst hast. Laylatul Qadr, khayrun min alf shahr. Besser als 1000 Monate. Wenn wir das teilen durch eine Stunde und die Nacht hat in der Regel 10 Stunden, so ist jede Stunde 100 Monate wert. Was wirst du machen in dieser Zeit? Spiel herum und lache und tu, was du tun willst. Aber wisse, Allah Azza wa Jal wird dich nicht diese Nacht erreichen lassen, wenn du nicht mit einem wahrhaftigen Herzen herangehst, diese Laylatul Qadr zu erreichen. Wir wollen diesen Lohn bekommen. Abul Bara, du hast uns überzeugt, dieser Lohn ist für uns jetzt ein Muss. Wir werden diese Nacht bi'idhnillah ta'ala erreichen. Aber sage uns bitte, wann ist diese Nacht? Das ist die Religion des Islam, eine wunderbare Religion. Allah Azza wa Jal hat uns den Monat Ramadan gegeben. Im Monat Ramadan gibt es 30 Tage circa. Hat Allah Azza wa Jal uns gesagt, sucht in den 30 Tagen die Laylatul Qadr. Sucht in den 30 Tagen die Nacht der Bestimmung. Nein! Allah ist großzügig. Es wäre schwer für uns, 30 Tage mit Power durch diesen Monat zu gehen. Nein! Sondern Habibullah, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns dieses eingeschränkt. Er sagte zu uns, iltamisuha, sucht nach ihr, iltamisuha, sucht nach ihr, nach dieser Nacht, in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Allahu Akbar. 20 Tage haben wir jetzt weggemacht. Jetzt haben wir 10 Tage, in denen wir uns richtig anstrengen können. Und mit richtig anstrengen meine ich, den ganzen Monat strengst du dich an. Aber in den letzten 10 Tagen, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, er hat sich ein Zelt aufgeschlagen, mitten in der Moschee, um diese Nacht zu erreichen. Er wusste am besten, was für einen großartigen Lohn ihn erwarten wird, liebe Geschwister. Deswegen hat er in den letzten 10 Tagen noch mehr an guten Taten verrichtet, als in den anderen übrigen Monaten, subhanallah. Jetzt haben wir es nicht mehr mit 30 Tagen zu tun, sondern nur noch mit 10 Tagen. Hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uns das weiter eingeschränkt bei Allah, ja. Er sagte, iltamisuha fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. So sucht nach dieser Nacht in den letzten ungeraden Nächten. Jetzt sind wir nochmal von 10 Tagen auf 5 Tage herabgesackt. Wir haben 5 Tage, in denen wir uns jetzt wirklich anstrengen müssen. Und zwar hat Allah Azza wa Jal uns dieses eingeschränkt. Er weiß, dass wir schwache Diener sind. Was sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam über diese Nacht? Er sagte, iltamisuha fis sab'i wal tis'i wal khams. So sucht nach dieser Nacht am 27. und am 29. und am 25. Er nannte als erstes die 27. Warum? Viele Gelehrte sind der Ansicht, dass es die 27. Nacht ist. Ist das richtig? Es ist richtig, dass es auch die 27. Nacht ist. Aber ist das immer die 27. Nacht? Antwort nein, o Diener Allahs. Denn höre diese gewaltige Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam einmal rausgekommen ist aus seiner Wohnung. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min bayti liyukhbira an-nas bi laylatil qadr. Er wollte den Leuten sagen, wann Laylatul Qadr sein wird.
فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. So haben sich zwei Leute der Muslime gestritten miteinander. So sagte der Gesandte Muhammad صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر. Ich bin rausgekommen, um euch zu sagen, wann ليلة القدر ist. فتلاح فلان وفلان. So hat sich der und der miteinander gestritten. فرفع. So hat Allah Azza wa Jalla mir das Wissen genommen, wann ليلة القدر sein wird. Allah hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ursprünglich offenbart, wann ليلة القدر ist. Und höre zu, Diener Allahs. Er hat ihm nur das Wissen genommen, weil die Muslime miteinander dauernd streiten. Dieser Streit unter uns, er nimmt uns Segen von der Offenbarung Allahs Azza wa Jalla. Dieser Streit unter uns wird uns nur schwächen. Dieser Streit unter uns wird diese Ummah nicht zum Ziel bringen, so wie wir es uns alle wünschen würden. Allahumma aslih hadhihi al-Ummah. Wie viel Streit gibt es untereinander? Wallahi, wisst ihr, o Diener Allahs, ein Sheikh sagte, im Monat Ramadan gibt es die meisten Scheiden. Im Monat Ramadan, in diesem heiligen Monat, wo man das Beste an Taten machen soll, gibt es die meisten Scheidungen unter den Leuten. Haben Sie verstanden, was Ramadan ist? Bei Allah. Sie haben es nicht verstanden. Welche Nacht ist also die Nacht? Ist das die 21. ungerade oder die 23. oder die 25. oder die 27. oder gar die 29. Nacht? Du sollst danach suchen, o Diener Allahs. Denn, höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, als er gesagt hat, dass diese Nacht die beste Nacht unter diesem Monat ist, er sagte, عَسَىٰ أَيَّكُونَ خَيْرًا لَكُمْ. Es ist besser für euch, dass ihr nicht wisst, wann diese Nacht ist. Es ist besser für euch. Was meinte er sallallahu alaihi wasallam? Streng dich an und dein Lohn wird viel gewaltiger sein, als du denkst. Strenge dich an. Und gestern war die erste ungerade Nacht, liebe Geschwister. Und wir werden inshallah jetzt noch 4 ungerade Nächte verbringen. Aber das heißt nicht, dass du nur Acht geben sollst auf die ungeraden Nächte. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich ein Zelt aufgeschlagen. Warum? Damit er überhaupt diese Laylatul Qadr erreicht. Er hat sich ein Zelt aufgeschlagen und er hat nach dieser Nacht gesucht und er war erpicht darauf, diese Nacht zu erreichen. 21. und so weiter und so fort, eine ungerade Nacht. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagte, manchmal ist es die 21., manchmal die 23., manchmal die 25., manchmal die 27. und manchmal die 29. Nacht. Und wie er alle Überlieferungen hier miteinander wunderschön kombiniert hat. Das ist das, was wir unseren lieben Brüdern heute mitteilen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, wie viele von uns kennen nicht den Wert von Laylatul Qadr? Was für eine gewaltige Nacht das sein wird. Allah Azza wa Jal, als er uns gefragt hat, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Was lässt dich wissen, was Laylatul Qadr ist? Diese Nacht ist besser als 1000 Monate. Was passiert in dieser Nacht? تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَ. In dieser Nacht werden die Engel herabkommen. Mit wem? Mit Jibril alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Diese Nacht ist voller Engel. So sagte Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in einer Überlieferung, die uns bei Allah alle erstaunen lässt. Er sagte, innal malaikata tilka al-laylata fil ard akthar min adad al-hasa. In dieser Nacht werden die Engel mehr sein auf dieser Welt, in dieser Dunya. Allah wird sie herabsenden. In dieser Nacht wird es mehr Engel auf der Erde geben als kleine Steine. Allahu Akbar. Warum? Warum, ja Allah? Warum sendest du diese edlen Engel herab, die dir gegenüber nicht ungehorsam sind, die alles tun, was du sagst? Damit sie bezeugen, dass wir Gutes machen. Allahumma ja'alna min ahli khayr. Damit sie bezeugen, dass wir Gutes machen. Allah
er freut sich über diese Diener, die das Gute tun, und er schickt seine gewaltigen Engel, damit sie bezeugen mit Jibril alayhi salatu wassalam, was die Diener an guten Taten machen. Ja Allah, wie großzügig ist Allah. Und schaut, subhanallah, wie wir nachlässig sind in unserer Religion. Und Allah schenkt uns so viel an Gutem. Und ich möchte abschließen, liebe Geschwister, wie verbringen wir diese Nacht Laylatul Qadr? Es gibt Leute, die denken, es gibt ein bestimmtes Gebet für Laylatul Qadr. Nein, du machst deine Pflichten so, wie du sie jeden Tag machst. Du tust Gutes und verlässt das Schlechte. Wallahi, es ist sehr verwunderlich, dass es Leute gibt, die am Tag fasten und sich von dem zurückhalten, was Allah Azza wa Jalla ihnen verboten hat, aber in der Nacht siehst du ihn sündigen. Er guckt diese komischen Fernsehprogramme, er schreibt komische Sachen in Facebook und. Subhanallah, die ganzen guten Taten, die er am Mittag erworben hat, verschenkt er alle, als ob er schon im höchsten Paradies ist. Nein, o Diener Allahs, verbringe deine Nacht auf beste Art und Weise. Wie? Du kommst und betest mit uns das Isha-Gebet. Und dann betest du mit uns das Tarawih-Gebet. Und die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war es, 11 Raka'a zu beten, o Diener Allahs. Wenn du diese 11 Raka'a gebetet hast, hinter dem Imam, so wirst du den Lohn bekommen von einer ganzen Nacht. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, man qama ma'al Imam, hatta yansarif, kutibat lahu qiyam layla. Derjenige, der hinter dem Imam betet, bis dieser Imam das Gebet verlässt, das heißt die 11 Raka'a verrichtet hat, so wird er eine ganze Nacht gut geschrieben bekommen, als ob er die gesamte Nacht gebetet hat. Mach das. So betest du diese 11 Raka'a. Danach gehst du nach Hause. Und dann fängst du an, den Koran zu lesen. Und dann bittest du Allah Azza wa Jal, um was auch immer du ihn bitten möchtest. Und dann spendest du wahrhaftig für Allah Azza wa Jal. Verbringe diese Nacht alleine, dass du kein Riya hast in deinen Taten. Dass du nichts für die Menschen machst, sondern nur für Allah. Das ist eine Nacht zwischen dir und Allah Azza wa Jal. Allah liebt es, subhanahu wa ta'ala, wenn sein Diener sich nur mit ihm, subhanahu wa ta'ala, beschäftigt. Geh nach Hause, lese den Koran, spende, niemand sieht dich in dieser Zeit. Und bitte Allah Azza wa Jal, worum du ihn auch immer bitten möchtest, lobpreise deinen Herrn Allah. Lobpreise ihn. Verdient er es nicht? Hat er dir nicht dein Leben geschenkt? Und hat er dich nicht recht geleitet? Hätte er dich nicht recht geleitet, so wärst du auf der Kante des Höllenfeuers. Und Allah Azza wa Jal hätte dich vielleicht von dieser Kante des Höllenfeuers niemals errettet. Und du wärst in das Höllenfeuer hereingeworfen worden. Und Allah macht das nichts aus, ob alle Diener in das Höllenfeuer hereingeworfen werden oder nicht. Allah macht das nichts aus. Wir aber, wir haben einen Schaden. O Diener Allahs, bitte Allah inständig um Vergebung. Dass Allah dir alles vergibt, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Das ist eine gesegnete Nacht. Allah ist bereit, alles von dir anzunehmen. Aber er möchte sehen, dass du wahrhaftig bist. Aber subhanallah, wir haben nicht mal Kraft, diese 5 letzten Tage in bester Anbetung zu verbringen. Nein. Und wir werden sehen, obwohl diese Wörter von der Mimbar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen werden, werden wieder die meisten das andere tun. Aber so sind die Herzen. Nicht jeder begehrt die Zufriedenheit Allahs. Allahumma la tuhmitna illa huwa anta radin anna ya rabbal alamin. Lieber Diener Allahs, was sollst du besonders an Bittgebet sprechen in dieser Zeit? So sagte Aisha radiyallahu anha zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah. Und sie fragt, wen? Den Gesandten Allahs, der das meiste Wissen über Allah Azza wa Jalla. Sie sagte, Ara'aita in wafaqtu Laylatul Qadr, ma adu. Was soll ich tun, o Gesandter Allahs, wenn ich Laylatul Qadr erreiche? Was soll ich tun, o Gesandter Allahs? Er sagte zu ihr, taqulin, Allahumma innaka afuun tuhibbul afu, fa'fu anna. Er sagte, du sagst ihm, ja Allah, lasse mich in das Paradies eingehen. Sagte er ihr das? Sagte er zu ihr, O Allah, lass mich in das Paradies eingehen? Nein! Er sagte, O Aisha, O Allah, du bist der Allverzeihende, der Allverzeihende. Siehst du, dass Allah Azza wa Jalla dir in dieser Nacht alles verzeihen kann? Du bist der Allverzeihende und du verzeihst ja Allah. Allahumma innaka afun, du bist der Allverzeihende. So verzeihe mir, O Allah, du erbittest von Allah die Verzeihung, der dir auch tatsächlich verzeihen kann. Er kann deine Millionen von Sünden
einfach so unter dem Boden begraben und du wirst nie wieder mit diesen Sünden konfrontiert werden. Wenn du aber ein wahrhaftiges Herz hast und dich danach änderst, möge Allah Azza wa Jal uns zum Guten ändern. Möge Allah Azza wa Jal uns diese heilige Nacht Laylatul Qadr erreichen lassen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns die besten Taten in dieser Nacht ermöglichen. Möge Allah Azza wa Jal uns für niemanden die Taten machen lassen, außer für ihn Subhanahu wa Ta'ala. Und möge Allah Azza wa Jal uns mit unserem Liebling Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Jannah vereinen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.